Ja, hallo liebe Messerfreunde und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Heute soll es um ein ja, wunderbar kleines Messer gehen, das ich vor kurzem erworben habe. Ihr seht es ja schon, hier auf meinem Tisch liegt eine Verpackung von Böker und zwar von der Böker Manufaktur aus Solingen. Ja, heute dreht sich alles um das Modell 110943. Wer nicht weiß, was das ist, verrate ich euch natürlich. Es geht um das Böker Barlow in der Integral Micarta Version. Ja, so wird das Ganze geliefert. Hier in diesem schönen, großen, sehr stabilen Karton von Böker. Innenliegend haben wir die Böker Pouch. Karton packe ich mal beiseite. Ja, hier drin ist dann das gute Stück verpackt. Da war noch ein bisschen Paperwork mit bei und das Ganze kommt wie gewohnt hier in diesem schönen Papier verpackt. Die Pouch, die ist wunderbar weich, gut gefüttert, eigentlich schon fast zu groß für das Messer. Ihr werdet es gleich sehen, es ist ein wirklich kleines Messer. Sei es drum, die Pouch ist schön, ist abschließbar über diese beiden Reißverschlüsse hier. In dem Fall gar nicht nötig, denn es handelt sich hier um ein 42A-konformes Taschenmesser, da Zweihandöffnung und Slipjoint verriegelt. Ja, auch die Pouch packe ich mal beiseite. Bevor wir zu dem wunderbaren Stück kommen, noch vielleicht eine kurze Ausführung vorher. Von Böker bzw. von der Böker Manufaktur habe ich tatsächlich sehr wenige Messer. Das erste, was ich mir mal gekauft habe, war dieses Stück hier, ebenfalls ein Barlow, allerdings hier das Barlow Prime in der Version mit Hainbuchenholzgriffschalen. Als ich mir dieses Messer damals gekauft habe, war es im Sale. Ich dachte mir, ach komm, für den Preis, es waren glaube ich so um die 60 Euro, habe ich gesagt, gut, kannst du das mal machen. Ich glaube, der Listenpreis von Böker lag damals irgendwie bei über 100 Euro. Ja, und ich wurde nicht enttäuscht. Ein wunderbares, wunderbares Modell, super sauber gefertigt, absolut toller Walk and Talk. Ja, ein wunderschönes Modell. Und da ich das Barlow, also das klassische Barlow-Pattern, eigentlich sehr mag, aber nie wirklich fündig geworden bin und auch nie so wirklich mich entscheiden konnte, was nehme ich, hole ich mir jetzt irgendein englisches Modell. Ich hatte mir dann irgendwann mal eins von Rough Rider geholt. Die sind ganz in Ordnung von der Qualität her, aber war auch nicht so wirklich das, was ich gesucht habe. Ja, und dann habe ich vor kurzem auf einer ja, meiner Lieblings-Homepages, in einem meiner Lieblings-Shops, habe ich dann dieses Modell, ja, Böker Barlow Jute Integral Micarta entdeckt. Und vor allem war es im Sale und ich kann es vorausnehmen, ich habe für dieses Messer tatsächlich nur 49,90 € bezahlt. Ja, und da ist es nun. In dieser Pouch wird es nicht geliefert. Das ist eine meiner alten Pouches. Ich habe es da jetzt nur reingetan. Und da ist es. Das Barlow mit diesem wunder, wunder, wunderbaren Jute-Micarta in Braun. Ja, was hat es mit dem Integral auf sich? Und zwar ist das Folgendes. Ihr seht hier diese typischen Barlow-Backen, das ist ja das, was das Barlow auszeichnet, diese langgezogenen Backen und dann der nach hinten sich verbreiternde Griff. Ja, also das hier nicht unbedingt so die typische Barlow-Bauform. Wir haben auch nach hinten den sich verbreiternden Griff, rund abschließend dann, aber hier halt nur kurze Bolster. Von daher, wenn man das mal so will, klassisch gesehen gar nicht unbedingt das Barlow-Pattern, das man so kennt, das hier definitiv. Ja, und das Integral hat einfach Folgendes. Das Schwarze, was ihr hier seht, was die Backen bildet und auch die Unterkonstruktion, das ist schwarzes Canvas Micarta. Das ist aus einem Block gefräst und aufgesetzt sind dann diese braunen Schalen aus diesem wunderbaren Jute Micarta. Das Ganze hat keine Liner. Das ist also, wie gesagt, tatsächlich eine selbsttragende Konstruktion. Da ist lediglich dann die Feder eingesetzt worden. Ja, so richtig integral ist es natürlich nicht, weil integral bedeutet eigentlich, dass der gesamte Korpus aus einem einzigen Stück gefräst ist. Und gut, in dem Fall hier, wie gesagt, die Rückenfeder eingesetzt. Dennoch
Wenn man so will, ist es eine Integralbauweise. Ja, ein wirklich, wirklich schönes Messer, was ich besonders auch mag an diesem Teil. Viele der Barlow-Messer, auch viele der Böker-Messer sind vollgeklatscht. Da ist fast die Hälfte der Klinge mit irgendwelchen großen Schriftzügen oder irgendwelchen künstlerischen Motiven zugemarkt. Das finde ich überhaupt nicht schön. Und dieses Modell hier, da ist wirklich gar nichts. Wir haben hier lediglich auf der Klingenwurzel den Stempel von Böker Solingen und die Stahlbezeichnung. Wir haben hier einen Böhler N690 verbaut und das war's. Auf der Rückseite haben wir gar nichts. Ja, kommen wir zum Messer. Gucken wir uns die Klinge zuerst an. Wir haben hier eine wunderbare Clip-Point-Klinge ohne Swatch. Wie schon gesagt, aus N690 Stahl. Wir haben hier einen voll hochgezogenen Flachschliff und einen langen Nagelhau. Das Ding ist wunderbar fein ausgeschliffen, also ein richtiger Slicer. Wirklich, wirklich schön. Ordentlich sauber gearbeitet. Der Anschliff ist nicht ganz symmetrisch. Der ist hier ein bisschen höher als hier. Aber gar nicht weiter wild. Wen sowas stört, der kann das natürlich nochmal nachjustieren. Mich stört es nicht. Schneiden tut es wunderbar. Ihr seht, wir haben hier auch eine sehr dünne Klinge. Das sind nur 2 mm. Was ich auch gut finde, wir haben hier unten an der Wurzel nochmal diesen Überstand, sodass die Klinge beim Einklappen nicht ins Heft oder auf die Rückenfeder schlägt, sondern die wird hier im Inneren, da setzt dieser Nupsel hier, der setzt dann hier vorne in dem Bereich am Anfang der Feder auf und so ist die Klinge geschützt, sodass sie eben nicht mit der Rückenfeder in Berührung kommt. Also gerade die Schneide ist dadurch gut geschützt. Natürlich, ja, bietet es sich trotzdem an, ne? Das kennt ihr, oh, ja, eben genau das nicht zu machen. Ein Slipjoint-Taschenmesser, was leise geschlossen wird, hält länger. Ja. Über den Nagelhau, wie gesagt, zu öffnen. Das Ganze ist vernietet. Einmal hier mit der Achsniete und hier hinten in dem Bereich nochmal mit 2 Nieten. Da ist die Rückenfeder und der Micarta-Korpus sind da miteinander vernietet. Ja, ein wirklich kleines Messer. Zum Vergleich mal ein Victorinox 91 mm Modell. Hier mein Huntsman. Und da seht ihr schon, das Barlow auf jeden Fall kleiner. Auch die Klinge. Von der Länge her sind wir hier fast identisch. Das Victorinox vielleicht ein bisschen mehr. Der Griff aber dann doch schon länger. Ja, und tatsächlich bin ich im Moment, so was kleinere Taschenmesser angeht, wieder ganz interessiert. Es war ja eine ganze Zeit lang nicht so, da waren es dann doch eher die großen Klapper. Hier mal im Vergleich zu einem SRM 7315 oder hier mal im Vergleich zum Joker Setter. Auch ein sehr schönes kleines Taschenmesser. Das Setter von der Klinge her ähnlich, im Griff sogar etwas kürzer. Ja. Wie schon gesagt, Slipjoint verriegelt das Ganze. Die Feder steht wunderbar plan beim 90-Grad-Stop. Das ist wirklich schön gemacht. Und auch im geschlossenen Zustand alles plan, alles gut miteinander verschliffen. Auch die Nieten, die sind wunderbar verschliffen mit dem Micarta. Da steht überhaupt nichts über. Das ist handwerklich wirklich, wirklich gut gemacht. Und wir dürfen nicht vergessen, die Böker-Modelle aus der Böker-Manufaktur Solingen, die werden größtenteils noch handgefertigt. Und klar, bei handgefertigten Messern ist nicht immer alles perfekt. Das soll auch so sein. Bei dem Messer hier ist die Verarbeitung allerdings wirklich, wirklich, wirklich gut und sehr, sehr sauber. Ihr seht auch, die Klinge steht mittig im Heft. Das ist auch wunderbar. Wir haben kein Klingenspiel, weder von links nach rechts noch von oben nach unten. Die Federspannung, die ist okay. Ja, wenn ich das jetzt mal zum Beispiel mit dem 7315 hier vergleiche, also die ist weicher. Da ist hier doch schon deutlich mehr Spannung drauf. Also deutlich, es ist mehr Spannung drauf. Ja, gucken wir uns mal noch schnell die Maße an.
Wie gesagt, ein kleines Taschenmesser, aber im Moment reizt mich das tatsächlich doch schon. Wir haben hier eine geschlossene, geöffnete Gesamtlänge von ja, ein bisschen über 14,5 cm. Klingenlänge haben wir hier 6,5 und scharf davon ungefähr 5,8, 5,9 cm. Und was auch eine ganz tolle Sache bei diesem Messer ist, durch diese Integralbauweise und den Verzicht auf Stahlliner, die dünne Klinge und die ja doch sehr kurzen Abmaße, haben wir hier ein Gewicht von nur 30 Gramm. Also das merkt ihr wirklich überhaupt nicht. Also selbst wenn man es in der Hand hat, das ist unglaublich leicht, dieses Messer in der Hosentasche dann auch überhaupt nicht zu spüren. Ja, dieses wunderbare Stück, wie gesagt, für unter 50 Euro habe ich da zugeschlagen. Es war auch das letzte Modell, leider. Hab mal auf der Böker Homepage geguckt, da waren die tatsächlich auch zum Schluss für 49,90 Euro angeboten, aber auch da sind keine mehr lieferbar. Gibt es auch noch in einer anderen Farbe. Ich verlinke euch mal ein Video vom Lars, der hatte der hatte beide Modelle, der hatte ursprünglich das andere, andersfarbige Modell. Was das jetzt genau für eine Kombination ist, weiß ich gar nicht mehr, hatte er sich zuerst gekauft und er fand das so toll, dass er sich dann dieses Modell, die zweite Farbversion, dann auch noch gekauft hat. Ja, das Böker Barlo in der Integral Mikata Version. Ja, das war es dann auch schon. Kurze kleine Vorstellung. Wirklich ein tolles Messer, kann ich euch empfehlen. Wirklich gut verarbeitet in Deutschland, hauptsächlich von Hand hergestellt in Solingen. Ja, ein wirklich, wirklich schönes Stück, tolles kleines EDC, 42A-konform, was will man da mehr? Das war's auch schon. Über einen Daumen nach oben freue ich mich natürlich, über einen Kommentar freue ich mich, über ein Abo freue ich mich natürlich auch. Und dann bleibt mir ja nichts weiter zu sagen als vielen, vielen Dank fürs Reinschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.